gehe ich das Kätzchen besuchen. Kätzchen, miau, 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 miau. Lo indiscutible es que comparten una serie de puntos en común. Also, außer Diskussion oder nicht in Frage zu stellen war, also das, was man sicher glaubte zu wissen oder zu erkennen, waren folgende Punkte. Also allgemeingültige Aussagen, die sich über Jahrtausende bewährt hatten, nämlich distinguieren entre un español real miserable otra oficial falsa parente. Es war ein Unterschied zu erkennen zwischen der Realität und zwischen dem offiziellen Kulturgeschehen. Verstehst? Die Realität war in die Not geraten, also verelend, war die Situation war elendig, verstehst? Also schlimm. So, wenn man so ähnlich, verstehst, musst du vorstellen, du hättest eine Kamera, so wie ich, und würdest einmal schlechte Dinge darstellen, so wie das. Etwas, alles ein bisschen verwaschen und durchgesaust, verstehst? Wo alles kaputt ist und so das Kraut herauspuchert und so weiter. Während die Kultur von den Damen auf Plakaten ganz gut dargestellt wurde. Zum Beispiel, gutes Essen gibt es. Und dann, wenn es da hinkommt, gibt es nichts, verstehst? Also, disimpiero entre un español real miserable y otro español oficial falsa prende. Als Hypokritentum der damaligen spanischen Situation war also diese Schizophrenie zwischen dem Realgeschehen und dem, was auf Plakatwänden irgendwo dargestellt wird. Verstehst du, musst dir vorstellen, schreibst drauf, McDonalds, bestes Fleisch, und dann ist das McDonalds plötzlich im Konkurs. Und es gibt nicht einmal nichts zum Fressen, nicht einmal hartes Brot, verstehst? Oder stell dir vor, steht drauf, Kulturverein, Treffpunkt, 200 Mal Abend, Diskussion, lange Kirchen, und dann hast 30 Jahre keinen Fuck gehabt oder nichts gefressen, verstehst? Und hast 14 Stunden gearbeitet, monetisierten Arbeitsplatz, aber nichts erhalten dafür, verstehst? Dann schaust auf Plakaten gut aus, boah, du bist sicher, du bist pensionversichert, aber du hast nichts davon, wenn inzwischen 3 Kriege und 4-mal die Währung umgetauscht wird. Verstehst? Dann 2 Trilliarden Dollar inzwischen Schulden gemacht wird auf deinem Buckel und du kommst nicht zur Auszahlung. Du hast weder im Monat was verdient, noch im Jahr, noch im Lebensvollzug. Das heißt, so wie viele Baumeister-Architekten, große Diplom-Ingenieure, zum Beispiel zum Schluss sagen, nach 70 Jahren, nach 7 Jahrzehnten, verstehst, mit 90 Jahren sagen sie, ja, ich kann mir jetzt nicht einmal leisten, die Hydraulik zu schmieren. Ja. Verstehst, ich habe ein paar Marmortreppen gemacht, aber insgesamt habe ich keine Nachkommen, ich habe keine Enkelkinder, ich habe nicht wirklich was gebaut, ich kann nicht sagen, ich hätte diese oder jene Kirche restauriert. Aber ich habe halt so irgendwie so Treppen gemacht und insgesamt, jetzt wird die Antriebstechnik hin, der Motor, Elektromotor, der Drehstrom, Generatoren sind hin, Hydraulik ist hin, Pneumatik ist hin, Kran, kann ich mir nicht leisten. Ich bin verschuldet, ich muss Ausgleich, Konkurs. Und wenn es dann jedem gleich geht, verstehst, da kannst du sagen, ja, auf den Plakaten steht schon Börse, super, und was ist die Wirtschaft und Groß- und Handel und Weltwirtschaft, aber das nützt ja nicht wirklich, verstehst? Wenn du zum Schluss sagen kannst, 5% habe ich nicht einmal was gefressen, nichts, ich habe nichts gekriegt, nicht eine Sexualität, nur 1000 Rufen und dann schwerste Beleidigung und oft Kopf treten und was für sich. Verstehst, also zwischen das Hypokritentum, das Opportunistische, zwischen dem darstellen, was gar nicht gibt, ganz gut, und Kinder schreiben, und es gibt aber in der ganzen Stadt keine Ehrenwerte. Verstehst, wenn alles ermordet wurde? De facto, verstehst?
Und so hat man vor Ausbruch dieses großen Krieges, Estadounidense, Hispano, auch das schon gefühlt, die Denker und die Spürsinnigen, die Hoheiten, verstehst? Die Kaiser, die Könige, die priesterliche Hoheit, die haben das erkannt, gerochen. Und die Kulturträger, die Dichter, haben geträumt Tag und Nacht. Caruso, oh, Scheiße. Und haben gesagt, es wäre noch möglich, einlenken kannst du. Jetzt noch, ad hoc, heute Abend, 19 Uhr, war der Mädchen, das Erste, bin die Eros-Tochter. Haben noch nie Geschlechtsverkehr gehabt, verstehst? Noch nichts gefressen, noch nichts erhalten, nur bezahlt.